Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Die kleine Osterpause ist vorüber und wir sind wieder für euch da. Und gleich an diesem Dienstag berichten wir über 5 Themen. Und da geht es zu Beginn unserer Sendung um ihn hier, um Adrian Newey, der Star-Designer, das Superhirn von Red Bull. Da wurde nämlich jetzt kürzlich bekannt durch einen Bericht von motorsport.com, dass man seitens des Aston Martin-Besitzers Lawrence Stroll, dem Design-Guru von Red Bull Adrian Newey, ein Mega-Angebot unterbreitet haben soll. Außerdem berichten wir auch über Dr. Helmut Marko, denn der hat jetzt nämlich in einem Interview selber neue Gerüchte um einen vorzeitigen Rücktritt selbst angefeuert. Auch hatte er wiederum berichtet, dass von Seiten der thailändischen Shareholder die Affäre um Christian Horner beendet sei. Außerdem, das Branchenmagazin Business F1 berichtet in seiner April-Ausgabe, dass der unabhängige Anwalt in der Horner-Affäre kein geringerer als der Londoner Anwalt von Tellem Jovitia, dem Mehrheitseigner von Red Bull, sei. Außerdem schreibt das Magazin auch über die Machenschaften Jovitias in Thailand und da geht es vor allem auch um seinen Sohn. Außerdem zeigt sich Ex-Formel 1-Weltmeister Jacques Villeneuve überzeugt, dass Mercedes überhaupt kein Interesse an einer möglichen Verpflichtung von Max Verstappen habe und hält es wiederum für einen Bluff. Und der Grund vor allem sollen die Geschehnisse in Abu Dhabi 2021 sein. Diese 5 Themen, über die berichten wir jetzt bei uns in der Sendung am Dienstag. Die kleine Verschnaufspause liegt also hinter uns. Einige von euch dürften ja wahrscheinlich in dieser Woche noch Urlaub haben. Das heißt also, genügend Zeit haben für unsere Sendung am Dienstag, zu der ich euch recht herzlich begrüße. Ja, beginnen wollen wir mit unserem ersten Thema der Sendung und da geht es um keinen geringeren als um den Star-Designer Adrian Newey. Und er gilt ja in der Formel 1 ja wirklich als Superhirn und ist vor allem auch maßgeblich für den Erfolg von Red Bull verantwortlich. Doch, wie es nun heißt, mit der aktuellen Lage und Stimmung im Team soll der Brite längst nicht mehr glücklich sein. Klar ist natürlich auch, der Konkurrenz bleibt das logischerweise auch nicht verborgen. Und vor allem ein Formel-1-Team soll es geben, das dem 65-Jährigen mit einem Mega-Angebot zu sich locken möchte. Darüber schrieb am vergangenen Freitag das Portal motorsport.com und schrieb, dass Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll in den vergangenen Wochen einen ersten Schritt gewagt habe, um Adrian Newey von Red Bull zu sich zu locken. Dem Bericht nachzufolge soll also Lawrence Stroll dem Star-Designer bei einem Treffen am Rande des großen Preises von Saudi-Arabien ein, wie man selber schreibt, äußerst lukratives Angebot unterbreitet haben. Über den genauen Inhalt, geschweige über die eigentliche finanzielle Höhe, ist nichts bekannt, aber so schreibt motorsport.com, nämlich soll es sich dabei um einen Big Money Contract handeln, also um einen Vertrag mit sehr, sehr viel Geld. Und vor allem auch Lawrence Stroll betrachtet auch Adrian Newey als entscheidendes Puzzleteil bei der weitere Neuausrichtung seines Teams. Denn, wenn wir mal in die letzten Monate zurückgehen, da hatte natürlich Aston Martin ziemlich viel investiert, vor allem auch gerade, was die eigene Infrastruktur betrifft und plant dem Bericht zufolge auch den Bau eines neuen Windkanals. Und gerade in diesem Zusammenhang hatte man in den vergangenen Wochen und Monaten doch einige namhafte Ingenieure und auch Mechaniker verpflichtet, aber man hatte auch den ehemaligen Newey-Kollegen Dan Fellows verpflichtet, wo man ja auch gerade zu Beginn der Saison 23 von einem grünen Red Bull sprach und Aston Martin ein wenig auch von den ganzen Kenntnissen von Dan Fellows profitieren konnte. Grundsätzlich geht es natürlich dem Team darum, die Lücke zu den Top-Teams Red Bull, Ferrari,
vielleicht auch gewisserweise irgendwo Mercedes zu schließen. Ja, und dass Adrian Newey gerade Lawrence Stroll und seinem Team dabei helfen könnte, steht natürlich, glaube ich, auch völlig außer Frage und ist unstrittig, denn vor allem in den letzten Jahren, ja fast schon Jahrzehnten, muss man ja sagen, da hat er ja auch mehrere Male bewiesen, dass er schnelle Autos bauen und aber auch vor allem weiterentwickeln kann. Ob selber für Adrian Newey ein Wechsel von Red Bull zu Aston Martin in Frage kommt, ist allerdings derzeit noch unklar. Denn der heute 65-Jährige hatte ja erst im vergangenen Jahr, nämlich seinen Ende 2023 auslaufenden Vertrag, gleich um mehrere Jahre verlängert, wie Motorsport.com im Mai des vergangenen Jahres berichtet hatte. Und das will man also da zu diesem Zeitpunkt in Erfahrung gebracht haben. Allerdings, das ist auch nochmal der große Unterschied, war zum Zeitpunkt, wo er seinen Vertrag um mehrere Jahre verlängert hat, die Stimmung im Team natürlich auch eine wesentlich andere als eben heute. Denn dass die Stimmung beim Team seit Wochen auf dem Tiefpunkt angekommen ist, dafür soll vor allem Christian Horner und seine Affäre und den damit verbundenen Vorwürfen des grenzüberschreitenden Verhaltens gegenüber seiner aktuell suspendierten persönlichen Assistentin Fiona Heywitzen schuld sein. Ja, und die Horner-Affäre und vor allem auch die damit verbundenen Folgen, die wiederum sollen das Verhältnis zwischen Christian Horner und dem Star-Designer auch nachhaltig beschädigt haben. Jüngst gab es ja auch Berichte darüber, dass Horner ja eigentlich Adrian Newey lieber aus dem Team haben möchte. Allerdings ist auch das bis dato unbestätigt. Ja, aber nicht nur Spekulationen, Berichte gibt es über Adrian Newey, nein, auch über Helmut Marko, auch in den zurückliegenden Wochen und auch gerade am Rande des großen Preises von Saudi-Arabien. Darüber hatten wir ja auch mehrere Male berichtet. Gerade nach dem Qualifying am Freitag gab es ja diese ganz überraschende, naja, fast schon plötzliche Meldung, dass Helmut Marko kurz vor dem Rücktritt oder respektive vor der Suspendierung stünde und sich ja auch sehr zurückhaltend, naja, fast schon kryptisch in den Medien geäußert hatte, obwohl, wie die Bild damals wiederum auch schrieb, er eigentlich das Verbot hatte, mit den Medien zu sprechen, es aber trotzdem tat, sowohl mit dem ORF als auch mit Sky Deutschland. Tags darauf, am Samstag, kam ja dann auch Oliver Minzlaff nach Jeddah eingeflogen und dann soll es ein klärendes Gespräch mit Dr. Helmut Marko gegeben haben und das soll zumindest mal zu diesem Zeitpunkt die Stimmung ein wenig besänftigt haben. Tja, aber trotz zweier Siege und auch zwei zweite Plätze, die eben von Sergio Perez eingefahren wurden und eben noch Platz 1 in der Konstrukteurswertung, ist eben bei Red Bull auch fast 8 Wochen nach dem Beginn der Affäre um den umstrittenen Teamchef Christian Horner einfach nichts mehr beim Alten. Und nun kommen neue Spekulationen ans Tageslicht, die besagen, Dr. Helmut Marko lässt seine eigene Zukunft bei Red Bull wieder offen und das trotz eben dieses scheinbar klärenden Gespräches am Rande des großen Preises von Saudi-Arabien. Wir wissen, der 80-Jährige selber, der schon seit vielen, vielen Jahren bei Red Bull als Motorsportberater angestellt ist, hat ja eigentlich noch einen Vertrag bis Ende 2026, hat ihn auch erst im letzten Jahr um gleich 3 weitere Jahre verlängert. Schon da gab es ja auch Berichte über einen internen Machtkampf zwischen ihm und Christian Horner. Dann allerdings schien man mit dem neuen Vertrag Markus diesen internen Machtkampf zumindest mal vorläufig ad acta gelegt zu haben. Nun eben im Zuge dieser Affäre um Christian Horner und seine Assistentin kam eben auch wiederum dieser interne Machtkampf wieder zum Vorschein. Gegenüber den österreichischen Medien hat es Dr. Helmut Marko eher vermieden, gerade was eben auch eine klare Position seiner Zukunft beim Team betrifft, sagte nämlich bei laola1.at, naja, würde ich sagen, es gibt immer wieder Gespräche und Diskussionen. Ja, gerade in diesem Zusammenhang gab es auch zuletzt wieder Medienberichte, die die Runde gemacht haben, dass gerade jetzt nach dieser Affäre, nach diesen vergangenen Wochen, gab ja diese scheinbar unabhängige Untersuchung, über die werden wir auch noch berichten hier bei uns in dieser Sendung im späteren Verlauf, soll es jetzt Berichte geben, dass diese ganze Affäre Christian Horner noch mächtiger gemacht haben sollen, als er das ohnehin war. Manche sprechen davon,
dass er jetzt sogar fester im Sattel sitzen soll als je zuvor. Ja, und Helmut Marko selber war es auch, der gegenüber eben laola1.at es auch bestätigt hatte, dass von Seiten des Anteileigners Talam Jovicja die Angelegenheit eigentlich praktisch erledigt sei und sagte, von der Seite der thailändischen Shareholder ist alles klar, für sie ist alles okay. Ob noch etwas kommt oder nicht, keine Ahnung. Das ist eine sehr vielschichtige Sache, die schwer zu durchschauen ist. Also auch da scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Wir wissen auch gerade, was die thailändische Seite betrifft, da nimmt man es auch gerade mit Frauenrechten, um es mal galant zu formulieren, auch nicht wirklich sonderlich ernst. Und dass man sich vor allem auch schon früh an der Seite von Christian Horner positioniert hat, das zeigten ja auch die ersten beiden Rennen in Bahrain und in Jeddah. Das Team selber ist eben seit Bekanntwerden dieser ganzen Vorwürfe, muss man letztlich auch so formulieren, wirklich in zwei Lager gespalten worden. Und da gibt es eben, wie schon gerade angesprochen, die eine Seite, die thailändische Seite, die natürlich stets zu ihm hält, aber auch eine andere, viel prominentere Seite mit eben Dr. Helmut Marko, auch mit Oliver Minzlaff und logischerweise auch mit Max Verstappen. Ja, aber gerade die österreichische Seite soll, wie Helmut Marko indirekt ja bestätigt hatte, nun eine empfindliche Niederlage eingesteckt haben. Davon berichtet zumindest mal das Portal F1 Insider, allerdings ohne dabei ja direkte Quellen zu benennen. Dort in dem Bericht heißt es, dass der umstrittene Teamchef den internen Machtkampf endgültig gewonnen habe und mittlerweile auch sämtlichen Entscheidungshoheiten oder über sämtliche Entscheidungshoheiten für beide Formel 1 Teams, also sowohl für das Mutter- als auch für das Schwesterteam Racing Bulls bekommen habe oder vielmehr übertragen bekommen habe. Entscheidend soll eben, wenig überraschend logischerweise, die thailändische Anteilseigner Talam Jovicja wiederum sein, der eben Christian Horner diese Macht, diese mehr Macht verleiht haben soll. Und dem Bericht zufolge soll das auch mit weitgehenden, mit weitreichenden Konsequenzen verbunden sein. Man gehe in dem Bericht bei F1 Insider im Bericht sogar so weit, dass die österreichische Seite um Marc Mateschitz sich sogar gänzlich aus den Formel 1 Angelegenheiten zurückziehen und alle, was die Formel 1 betrifft, ja, anstehenden Entscheidungen der thailändischen Seite überlassen soll. Schwer nachvollziehbar allerdings wäre, wie man bei F1 Insider schreibt, dass die letzte Stufe dieser ganzen Eskalation, die in den letzten Wochen vorangetrieben wurde. Doch in dem Bericht von F1 Insider, da bleibt es nicht dabei. Im Gegenteil, man schreibt, es könne ja auch schon zu einem vorzeitigen Abschied von Dr. Helmut Marko, dem Motorsportberater, kommen. Er habe, wie man selbst schreibt, kaum noch Lust weiterzumachen und auch sein Rücktritt erscheine entsprechend nicht mehr unmöglich. So scheint man es zu formulieren. Allerdings ist der Bericht nicht mit Quellen belegt. Das heißt, wir weisen wiederum selber vorsorglich darauf hin, dass es sich hierbei um einen unbestätigten Bericht handelt. Andere Medien hatten zwar auch darüber berichtet in den letzten Tagen, bezogen sich aber wiederum in ihren Quellen auf den Bericht von F1 Insider. Ja, wenig dessen, was man auch gerade im Zuge der Affäre um Christian Horner berichtet hatte, hatte sich in den vergangenen Wochen bislang bestätigt. So viel sei auch nochmal erwähnt. Gleichzeitig aber, so heißt es auch in dem Bericht, könnte dann wiederum auch die Ära von Max Verstappen bei Red Bull vorzeitig enden. Wir wissen, sein Vertrag, der läuft eigentlich ja noch bis zum Jahre 2028. Und so behauptet es F1 Insider, spreche das niederländische Lager immer intensiver mit Mercedes und führt eben weiter aus, dass die Drähte zwischen dem dreimaligen Weltmeister, respektive eigentlich eher mit seinem Management, und der Zentrale von Mercedes in Brackley regelrecht glühen sollen. Und so soll demzufolge eben auch klar sein, sollte der Doktor vorzeitig gehen, sei auch der Weg für Max Verstappen frei. Denn, und so besagten es auch in den vergangenen Wochen die Gerüchte, sei im Vertrag des Niederländers ebenfalls festgehalten, dass er Red Bull vorzeitig verlassen könne, wenn der Österreicher geht oder vielmehr gehen muss. Darüber hatten wir ja auch in den zurückliegenden Wochen berichtet. Ja. Und weiter schreibt F1 Insider, dass die Silberpfeile sogar auch mit dem Chefingenieur von Red Bull, Pierre Vacher, über ein Engagement verhandeln oder zumindest sprechen sollen.
Andererseits gibt es jetzt neue Berichte auch vom Branchenmagazin Business F1 und die wiederum schreiben in ihrer April-Ausgabe unter anderem, dass der angeblich unabhängige Anwalt, so wurde es in den letzten Wochen stets betitelt, der eben Christian Horner in einer internen Untersuchung scheinbar entlastet haben will, aber alles andere als unabhängig sein soll. Denn tatsächlich, so schreibt man es zumindest, soll es sich bei dem unabhängigen Anwalt um Jovitias Anwalt in London halten. Also mit anderen Worten, es soll sich dabei um den eigenen Anwalt von Telem Jovitia handeln. Aber das Branchenmagazin Business F1 geht noch weiter. Man hat, wie schon auch in der März-Ausgabe, wieder einen mehrseitigen Artikel dazu verfasst. In der März-Ausgabe waren 17 Seiten, in der April reden wir dann über stolze 16 Seiten. Man schreibt auch über die Machenschaften von Telem Jovitia, vor allem gerade auch in Thailand. Und da wurde ein Fall nochmal hervorgekramt, der sich im Jahre 2012 nämlich abgespielt haben will. Und da geht es eben um seinen Sohn Wudatyut. Und der wiederum soll ihm ja auch eine langjährige Haftstrafe erspart geblieben sein. Er soll ja wiederum im September 2012 unter Alkohol- und Drogenrausch mit seinem Ferrari einen Motorradpolizisten totgefahren haben. Und ja, und sollten diese Zeilen des Branchenmagazins Business F1 tatsächlich stimmen, wäre er dann wiederum auch, ja klar, weshalb der umstrittene Teamchef von den Vorwürfen letztlich freigesprochen wurde. Red Bull selber sprach ja nie von einem Freispruch, das muss man ja auch nochmal klar und deutlich erwähnen. Man hat lediglich in diesem kurzen Statement ja erklärt, dass man die Beschwerde abgewiesen habe. Das Wort Freispruch, was ja eigentlich nur im Strafrecht vorkommt, ist in diesem Zusammenhang allerdings nie gefallen worden. Ja, und in dieser ganzen Causa um diese Spekulationen, um die Affäre, um den umstrittenen Teamchef von Red Bull, da hat sich ja auch Toto Wolff eingeklinkt und vor allem auch mehrere Mal in der Öffentlichkeit damit geliebäugelt, Max Verstappen verpflichten zu wollen. Wir wissen ja, Toto Wolff, der braucht ja noch einen Nachfolger für Lewis Hamilton, der ja im kommenden Jahr zu Ferrari wechselt und da sei eben Max Verstappen ganz oben bei ihm auf der Liste. Sein Name ist eben des Öfteren gefallen und eben auch in den Worten von Toto Wolff. Aber natürlich auch in den zurückliegenden Wochen sind eben auch Namen gefallen wie Fernando Alonso, der sich bis zum Sommer entscheiden möchte, wie es um seine weitere Zukunft bestellt ist. Aber auch Carlos Sainz ist in diesem Zusammenhang gefallen, sowie eben auch den 17-jährigen Andrea Kimi Antonelli, der vor einem Formel-1-Test steht, vor einem ersten Formel-1-Test. Und auf der anderen Seite soll Mick Schumacher keinerlei Chancen haben und Sebastian Vettel, der zwar bestätigt hat, mit Toto Wolff gesprochen zu haben, aber letztlich ein Comeback in die Formel 1 vorerst nicht in Frage kommt. Stattdessen wird man ihn ja dann bei den 24 Stunden von Le Mans sehen, höchstwahrscheinlich. Ja, aber wenn es nach dem ehemaligen Formel-1-Piloten und Weltmeister Jacques Villeneuve geht, dann wiederum sei Mercedes gar nicht an einem Engagement von Max Verstappen bei den Silberpfeilen interessiert und wittert vielmehr einen großen Bluff seitens Toto Wolff. Und gegenüber dem Daily Express wird er mit folgenden Worten zitiert: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Toto Wolff Max will. Und die für ihn einzig logische Erklärung für überhaupt, dass er ja in der Öffentlichkeit jetzt schon mehrere Male ja auch davon geschwärmt hat, ihn möglicherweise zu verpflichten, sei eben nur, weil er Red Bull nerven möchte. So zumindest mal mutmaßt es der Kanadier. Und er will damit zum Ausdruck bringen, dass Toto Wolff eben nur die Chance nutzen will, um noch ein wenig mehr Unruhe als ohnehin schon in das Team zu bringen. Und vor allem auch könne sich Jacques Villeneuve, Max Verstappen, vor allem aufgrund der Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit nicht bei Mercedes vorstellen. Und so bekräftigt er das Ganze mit weiteren Worten: Sie haben 2021 die Meisterschaft gegen Red Bull und Max verloren. Sie gibt es definitiv nicht, weil Wolff Max wirklich verpflichten will. Für ihn geht es mehr darum, Red Bull eine zu verpassen.
Ja, und lustigerweise, oder ein bisschen lustigerweise, es passt gerade zeitlich dazu, sprach nämlich auch Lewis Hamilton jüngst nochmal um die Geschehnisse in Abu Dhabi 2021 gegenüber einem Modemagazin. Und auch da ja, sprach er vor allem auch sehr deutlich über seine Gefühle, was das mit ihm gemacht hat und auch welche Rolle sein Vater dabei spielte. Darüber berichten wir in unserer nächsten Ausgabe der Champ One News. Ja, also wieder eine Menge was los und vor allem auch, es ist Dienstag und damit auch die neue Woche, die ja schon gestern begonnen hat, aber aufgrund des Feiertags, ja, ist heute erst wieder mal so richtig Halligalli. Das heißt, in dieser Woche findet dann auch der vierte Grand Prix des Jahres 2024 statt und dieses Mal geht es dann nach Japan. Zum ersten Mal findet der große Preis von Japan nicht in der zweiten Hälfte der Formel 1-Saison statt, sondern in der ersten und so früh wie noch nie. Und ganz gespannt blickt man natürlich nicht nur, weil Suzuka eine Traditionsrennstrecke in der Formel 1 ist, sondern weil Japan immer auch dafür bekannt ist, dass das Wetter, um es mal nett zu formulieren, immer so seine ganz eigenen Regeln hatte und es nicht selten zu gewissen dramatischen Wettersituationen kam. Das wiederum ja auch der Grund war, warum man sich gesagt hat, ja, okay, wir legen jetzt mal Suzuka an den ja, relativen Beginn der Formel 1-Saison und hoffen einfach mal, dass die Wetterverhältnisse deutlich besser sind als eben im Herbst. Also der große Preis von Japan am kommenden Wochenende, wir natürlich auch wieder mit dabei. Und da heißt es eben auch wieder früh aufstehen. Aber immerhin nicht ganz so früh, denn immerhin, gerade mal was das Rennen betrifft, im Vergleich zu Australien, wo das Rennen ja um 5 Uhr in der Früh stattfand, kann man immerhin mal 2 Stunden länger schlafen, denn das Rennen findet erst um 7 Uhr statt. Aber trotzdem, wer es nicht verpassen will, muss trotzdem früh aufstehen. Wir natürlich auch wieder mit dabei mit unseren Sendungen, mit unseren insgesamt 4 Sendungen an Samstag und Sonntag. Wir freuen uns drauf. Das war es von meiner Seite für den Moment. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Macht's gut und tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Jackpot.de. Das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Champ One zeigt's allen.